Ja, willkommen zur zweiten Etappe zu unserer Reise durch Italien. Ihr seht, es ist heute ziemlich trübe. Da drüben sind die Marmorberge von Carrara, aber in den Wolken. Wir fahren jetzt im Moment in Richtung Florenz, um nachher abzubiegen in Richtung Osten. Unser Tagesziel soll Bologna sein. Wir haben uns zwar da am Campingplatz angemeldet über dieses Anmeldeformular, aber ob das so geht, weiß ich nicht, weil wir haben keinerlei Antwort erhalten und wir werden es einfach probieren. Später mehr, nach dem Intro. Mittlerweile scheint auch die Sonne wieder. Unterwegs hat unser Navi uns eine Umleitung empfohlen, weil die A1 streckenweise gesperrt war. So sind wir durch ein eigentlich wunderschönes Tal gefahren. Aber es hat geschüttet. Wir sind in Bologna auf dem Campingplatz dann doch angekommen. Das war überhaupt kein Problem, hier ist jede Menge frei. Schade nur, dass sie nicht geantwortet haben. Und es ist, wie es immer auf Großstadt-Campingplätzen ist, trist. Aber für zwei Nächte, höchstens drei, wird es wohl gehen. Vor dem Campingplatz befindet sich eine Bushaltestelle. Den nehmen wir, um in die Stadt zu kommen. Bologna ist eine italienische Universitätsstadt und die Hauptstadt der Region Emilia-Romagna. Bekannt ist Bologna für seine Arkaden. Sie führen über 38 Kilometer durch die Stadt. Sie wurden einst geschaffen, um der wachsenden Bevölkerung der Stadt Wohnraum zu bieten. So wurden weder Handel noch Durchgangsverkehr zu stark beeinträchtigt. Der bekannteste Arkadengang ist der Portico di San Luca. Er führt über 4 Kilometer zu einer Wallfahrtskirche. Die Arcade San Luca gilt als der längste Arkadengang der Welt. Im Juli 2021 wurden die Arkaden von Bologna in das Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen. Und wir waren da. Als Zentrum der Stadt gilt die Piazza Maggiore mit dem Neptunbrunnen und der Basilika San Petronio. Ja.
sentiremo. So che anche per noi, come ho detto con Christian, è molto pesante. Diese gotische Kirche ist die fünftgrößte der Welt. Ursprünglich sollte sie die größte Kirche der Christenheit werden. Begonnen wurde im Jahr 1390 und aufgrund finanzieller Probleme bis heute nicht vollendet. Italien. Aber sie hat auch eine weltweite Besonderheit. Und das ist nicht das Foucault'sche Pendel, mit dem man die Erdrotation nachweisen kann. Die größte Sonnenuhr der Welt befindet sich hier. Die Konstruktion der Uhr ist anders als gewohnt. Die Uhr ist in einer Diagonalen im Boden eingelassen und funktioniert mit einem kleinen Loch in der Kirchendecke, die den Sonnenstrahl reinlässt. Wir bummeln weiter und gelangen zur Bibliothek der Stadt. Die Regalkilometer an Büchern wollen wir uns nicht ansehen. Uns beeindruckt aber der Innenhof. Hier werden Vorträge und Lesungen angeboten. Zwischen dem 12. und dem 13. Jahrhundert wurden zahlreiche Türme in der Stadt errichtet. Verschiedene Quellen berichten von bis zu 180 Türmen. Es ist unklar, warum so viele Türme erbaut wurden. Man vermutet, dass die reichsten Familien der Stadt sie als Angriffs- und Verteidigungsmittel nutzten. Von den zahlreichen Türmen sind heute knapp 20 erhalten. Darunter die berühmten schiefen Türme Asinelli mit 97 Metern und Garisenda mit 48 Metern Höhe. Durch schattenspendende Laubengänge gelangen wir zum Parco della Montagnola. Der Park von Montagnola ist ein öffentlicher Park in Bologna. Der ursprüngliche Bau ist der napoleonischen Herrschaft zu verdanken. Schon bald kommt unser Bus. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal und aktiviere das Klingelchen. So wirst du benachrichtigt, wenn etwas Neues im Kanal passiert.
Man sieht sich. Europa ist ja nicht so groß.